Hi, Christian hier von der Aktienrunde, eurem Kanal mit viel wertvollem Wissen zum Thema Trading neben dem Beruf. Nun, heute gibt es das dritte Video von unserer kleinen Videoreihe, wie man sinnvoll viele Einstiegspunkte mit Hilfe von unserem kostenlosen Easy Trading Template findet bzw. setzt. Und ja, ich habe hier ganz bewusst den MetaTrader noch genauso gelassen, wie wir beim letzten Video rausgegangen sind. Wer das Video nicht gesehen hat, sollte das Ganze vielleicht nochmal nachholen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Denn wir hatten hier über diese Zonen gesprochen, wo wir hier noch eingezeichnet hatten. Und wir haben vorausgesagt im letzten Video, dass wir hier sehr wahrscheinlich nochmal damit rechnen müssen, dass der Kurs hier nach unten abprallt. Ja? Dass wir uns halt, wie gesagt, weiterhin in diesem Kanal hier, sage ich mal, bewegen. Ja? Und genau das ist jetzt innerhalb von einer Woche passiert. Wir sehen es hier anhand von den Kerzen. Wir sind hier, wie gesagt, im Daily Timeframe und wir sehen, dass wir jetzt die komplette Woche über hier im Abwärtstrend waren. Und hier unten habe ich, wie gesagt, noch die Zone eingezeichnet gelassen. Also ich habe hier nichts verändert. Wie gesagt, ich war jetzt selbst eine Woche nicht am Computer, beziehungsweise habe jetzt eine Woche lang nicht getradet. Und ja, hier kann man sehen, wir befinden uns jetzt noch mal kurz vor dieser Zone hier unten. Und hier können wir gerade beobachten, dass die Kerze hier schon ein bisschen sich nach oben hin arbeitet, ne? Deswegen ist es hier auf jeden Fall interessant zu wissen, wie das Ganze, sage ich mal, im 4-Stunden-Timeframe aussieht, ja? Denn hier sehen wir, dass langsam aber sicher diese Korrelation entsteht hier, ja? Beziehungsweise hier sieht man, ja, dass es so leicht an Fahrt verliert. Hier gab es auch schon ein Aufwärtssignal. Ne? Deswegen ist es jetzt eigentlich, sage ich mal, schon tendenziell eher so, dass wir auf lange Sicht nochmal nach oben handeln würden hier. Obwohl hier, wie gesagt, aktuell noch alles im roten Bereich ist, sprich bärig dargestellt wird. Liegt allerdings auch daran, wie gesagt, es ist hier alles maximal im 1-Stunden-Timeframe. Und hier oben, wie gesagt, ist noch eine kurze Übersicht aus dem 4-Stunden-Timeframe. Ja? Und deswegen kann man sich, sage ich mal, jetzt vor allem auch jetzt so kurz vorm Wochenende hin auf lange Sicht hierauf gar nicht verlassen. Ne? So viel noch hierzu. Wichtiger ist halt jetzt für uns, sage ich mal, kurz vor Wochenende, wenn wir hier jetzt wirklich noch einsteigen wollen, dass wir uns halt die großen Timeframes anschauen. Wie gesagt, der Daily Timeframe ist hierbei interessant und auch der 4-Stunden-Timeframe. Hier auch nochmal ein ganz, ganz schönes Beispiel im 4-Stunden-Timeframe, wo wir gesagt hatten, wenn wir uns im Abwärtstrend befinden oder halt im Aufwärtstrend, ganz egal, wenn wir uns so wie hier dargestellt am unteren Bollinger Band in diesem Falle runterschlängeln, ja, also immer wieder Bewegung hier bzw. Berührungen entstehen, ja, dann ist das Ganze für uns optimal und so lange können wir ganz beruhigt in dieser offenen Position drinnen bleiben, wenn wir wirklich eine geöffnet haben. Ne? Hier sieht man, wie gesagt, die Luft ist so langsam, aber sicher draus. Ja, hier haben wir so eine Seitwärtsbewegung und hier, wie gesagt, gab es schon ein Signal nach oben. Wir befinden uns aktuell noch leicht unterhalb vom Daily Open Niveau. Hat in der Regel kann man davon ausgehen, dass wenn wir uns unterhalb vom Daily Open befinden, ja, dass wir halt mit einer weiteren Abwärtsbewegung rechnen können. Hier ist es allerdings so, wie gesagt, hier sind wir kurz vor dieser Zone. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, hier aktuell gar nicht mal so sicher, ob wir die Zone jetzt wirklich nochmal berühren, weil, wenn wir uns das Ganze hier nochmal angucken, im kleineren Timeframe, dann sehen wir nämlich hier, dass der Kurs langsam aber sicher gebremst wird und sehr wahrscheinlich auf lange Sicht, sprich über die nächsten 1, 2, 3 Tage, wie auch immer, dann wahrscheinlich hier dran abprallt und nochmal steigen wird. Ja? Demzufolge würde ich sagen, dass wir hier auf jeden Fall jetzt mal reingehen. Lassen wir ein Volumen von 0,1. Gehen hier rein. Stop-Loss setzen wir dann unmittelbar an diese Zone. Ja? On-Take-Profit würde ich sagen, hier bei dieser ersten Bewegung, hier, wo wir diese Zone hier sehen. Ja? Also beziehungsweise, ich zeige es am besten gerade mal hier, ich zeichne es einfach mal ein. Hier sehen wir, ja, ich mache es noch ein bisschen kleiner. Hier an diesem Kurs, da sieht man, dass ein bisschen Bewegung ist und ja, der Kurs hat mal Schwierigkeiten gehabt, hier rauf zu kommen. Ja. Hier ging es halt nochmal, da wurde hier nochmal durchbrochen und ja, ich denke, das ist so mein Take-Profit-Ziel. Ne. Ist vielleicht ein bisschen hoch angesetzt,
Aber wir wollen das Ding ja jetzt mal, wie gesagt, länger laufen lassen. Ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt Freitag und ich denke, auf lange Sicht ist dieses Niveau, sag ich mal, nicht unmöglich. Ne? Gut, man könnte natürlich aber auch hingehen, wie gesagt, dass man unseren CRV von mindestens 1 zu 2 erfüllen. Dann würde ich sagen, kann man ruhig auch hier unten ansiedeln. Hier kann man auch sehen, an diesem Kurs hier, sag ich mal, gab es auch mehr oder weniger ein paar Widerstände bzw. Unterstützung. Deswegen, ja, das kann man halt, sag ich mal, festlegen, wie man mag. Wichtig ist halt nur, dass man sein CRV, also sein Chancen-Risiko-Verhältnis, auf jeden Fall richtig wählt. Hierzu hatten wir nämlich auch in den letzten Tagen nochmal eine E-Mail bekommen von jemandem aus der Community, der schrieb, ja, dass er halt sehr oft im Gewinn ist. Allerdings, wenn er dann mal vereinzelt einen Verlust einfährt, der dann quasi die ganzen Gewinne, diese kleineren Gewinne, dann auffrisst. Ne? Das liegt einfach daran, dass wenn du dein Money Management bzw. dein Chancen-Risiko-Verhältnis falsch einsetzt oder falsch planst, ne? Oder vorzeitig, sage ich mal, aus dem Trade rausgeht, obwohl der Trade eigentlich gut für dich läuft, ja, dann ist es halt so, dass du, wie gesagt, deine Gewinne selbst bremst, ne? Weil du halt, wie gesagt, mit einem kleinen Gewinn, sobald du quasi ein Stückchen im Gewinn bist, dann rausgehst, obwohl der Trend, sage ich mal, für dich läuft, ne? Und andersrum ist es aber dann so, dass wenn der Kurs mal gegen dich läuft, dann bleibst du lange drin oder beziehungsweise lass sogar deinen Stop-Loss, sage ich mal, noch aktivieren, ja? Oder auslösen. Und das hat dann halt zur Folge, wenn ich jetzt sage ich mal 10 Trades gewinne, allerdings immer nur mit einem kleinen Betrag, ja, und dann halt wirklich mal einen Stop-Loss hier mitnehme, dann sind diese ganzen kleinen Gewinne hinfällig und wie gesagt, dieser eine Verlust, der frisst dann diese ganzen Gewinne auf. Und auf lange Sicht kannst du dir selber mal ausrechnen, ja, dann funktioniert das Ganze nicht, beziehungsweise ist nicht profitabel. Ne? Deswegen ganz wichtig bei deinem Setup, wenn du dich entschließt, eine Position zu öffnen, ja, dann solltest du, wie gesagt, im Vorfeld schon wissen, ungefähr wo dein Stop liegen sollte, damit du dann dementsprechend auch siehst, ob dein gewähltes Take-Profit oder dein gewünschtes Take-Profit auch realistisch ist. Ne? Das sind halt alle so Dinge, da muss man immer ein bisschen drauf achten und Infos hierzu findet ihr aber natürlich auch bei uns auf dem Channel. Müsst dann nur mal kurz in die Suche gehen, das hatten wir alles schon mal behandelt. Ne? Gut, dann würde ich sagen, ja, so viel zum Einstieg mit unserem kostenlosen Easy Trading Template. Wer das Template noch nicht hat, mehr Infos hierzu findet ihr natürlich unterhalb vom Video. Und ansonsten, ja, schaut euch auf jeden Fall auch die beiden zuvorigen Videos an. Hierzu ist auf jeden Fall empfehlenswert. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, viel Erfolg beim Handeln und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Christian von der Aktienrunde.